etwas aufgefallen. Bevor ich den Vortrag und mich vorstelle, möchte ich mit einem kleinen Szenario beginnen. Wer kennt das? Ja, ein paar wenige. Ich komme von der Fachhochschule Rapperswil, das ist in der Nähe von Zürich. Und wir hatten das Problem öfters. Ich bin dort zurzeit Masterstudent und habe mich eigentlich jetzt im Master im Bereich, in diesem GIS-Bereich vertieft. Und dazu haben wir was entwickelt, das wir heute kurz vorstellen und das ich heute kurz vorstelle, um eben genau dieses Problem, das wir hier haben, zu lösen. Das heißt eben, wie wir sehen, Bob braucht Informationen, bei uns der Bund, der liefert teilweise fehlende Informationen, teilweise kosten Informationen auch enorm viel. Ich habe jetzt zurzeit gerade ein Projekt, die so Rollstuhlparkplätze beziehungsweise eine Map für Rollstuhlparkplätze zur Verfügung stellt. Und dort reden wir dann wirklich von mehreren tausend Franken pro Jahr, kann auch pro Monat sein, je nachdem wie viele User darauf gehen. Und viele Informationen haben wir in OpenStreetMap. Und das ist eigentlich das, was wir machen möchten. Wir möchten eigentlich die Daten wiederverwenden, sei es einerseits von OpenStreetMap, sei es von einer anderen Datenbank, von wo auch immer. Das heißt, schön wäre, wenn jetzt unser Bob sein bevorzugtes GIS nehmen kann, sei es ein Desktop-GIS oder irgendeine Web-Applikation, die seine Kollegen gestrickt haben. Er möchte natürlich auch die ganzen Daten kombinieren, sei es die Daten vom Bund, seine bestehenden Daten, sei es irgendwie in einem File drin oder wo auch immer, und möchte natürlich auch Echtzeitinformationen abrufen können. Das heißt, er möchte dann schlussendlich die Informationen vom OpenStreetMap als Beispiel wiederverwenden. Die Lösung hier, wie Sie im Titel bereits gesehen haben, ist OpenPoMap. Und was ist OpenPoMap? OpenPoMap. Kurze Agenda. OpenPoMap ist schlussendlich nichts anderes wie eine komponentenbasierte Lösung. Bedeutet so viel wie, besteht aus drei Komponenten. Wir an der Schule haben zurzeit dieses Szenario aufgebaut für unsere Bachelor- und Masterstudenten. Das heißt, sie können zurzeit zum Beispiel über Potlatch oder wie auch immer Daten in OpenStreetMap erfassen, die für sich taggen, und wir werden dann über Nacht von der Geofabrik dementsprechend das Switzerland-File herunterladen und das in unsere eigene Datenbank ein bisschen aufbereiten. Das heißt auch hier, wir werden dann gewisse Berechnungen noch vornehmen, um schlussendlich ein bisschen mehr Informationen zu haben. So, nun, Bob möchte ja einen Park planen, und er hat jetzt mal vorgängig seine Daten in OpenStreetMap erfasst, und am nächsten Tag, im Schnitt so gegen 7, 8 Uhr morgens, haben wir es auf unserer Datenbank, und wir werden dann, beziehungsweise, geht das? Ja. Bob kann dann über zum Beispiel den POI-Service, das ist eine Komponente von OpenPoMap, oder über ein Desktop-GIS, QGIS oder was auch immer, dann die entsprechenden Informationen über diesen OpenPoMap-Server, so gesagt, besteht auch wiederum aus zwei Komponenten, dann E-Feature-Server und Feature-Filter, die Informationen abrufen. Was wir hier zusätzlich
drin haben zu, sag jetzt mal, ja, zu anderen Applikationen ist, dass wir basierend auf einem auf dem Feature, auf dem, ja, auf dem Filter-Encoding, so, versuchen wir entsprechende Bilder bereits zu laden. Da gehen wir relativ einfach vor. Wir versuchen auf den verschiedenen Servern anhand von einem Pattern die Bilder herunterladen und temporär bei uns schlussendlich zu cachen. Gut. So, ganz kurz noch auf diese zwei, drei Komponenten, bevor ich eine kurze Demo mache. Was beinhalten eigentlich diese Komponenten? Wenn ich noch mal eins zurückgehe. Das heißt, wir haben hier auf dem Server zwei Komponenten, der eFeature-Server und der Feature-Filter. Und wir haben den POI-Service. Kennt eigentlich jemand den Feature-Server? Genau, eFeature-Server ist einfach eine Erweiterung davon. Wird jetzt in ferner Zukunft dann auch gemerged und ja, neu wieder angeboten. Gut, diejenigen, die Feature Server kennen, eFeature Server kann einfach noch ein bisschen mehr. Unterstützt Web Feature. Das ganze Filter Encoding bedeutet, es kann unter anderem die ganzen FE XML-Queries annehmen und dementsprechend verarbeiten. Es unterstützt auch neu die Transaction, das heißt eben auch Insert, Update, Delete und das Ganze, was ja früher im Feature-Server nicht drin war. Zusätzlich wurde hier noch so ein Workspace-Mechanismus eingebaut. Was das genau ist, sehen wir dann noch. Und unterstützt dazu, diejenigen, die Feature-Server schon kennen, kennen das. Diverse Files als Download. Zusätzlich kam Shapefile hinzu, war noch nicht drin. OV2 und GPX kam auch neu hinzu. Dann haben wir den Feature-Filter. Feature-Filter ist dazu gedacht, so ein Clustering vorzunehmen. Clustern kennt, glaube ich, jeder, diese Marker-Cluster, um überlagernde Punkte, also grafisch überlagernde Punkte zu mergen und zu einem Punkt zu vereinen. Was wir hier machen, ist nicht das Ganze, wie jetzt ja auch Google anbietet, über JavaScript, sondern wir machen das auf dem Server, aus dem einfachen Grund, wenn ich ein Desktop-GIS verwende, clustert er mir das halt nicht mehr. Somit habe ich das Clustering auch im Desktop-GIS drin, falls ich das möchte, und je nach Zoom-Level dann dementsprechend löst das auf. Und daneben, wie erwähnt, haben wir dann noch, ich nenne den mal Image Collator. Was macht er? Der sammelt einfach Bilder und versucht dann die anhand von Key-Value-Pairs abzuspeichern. So, und dann haben wir noch den POI-Service, ja, Web-User-Interface. Zusätzlich haben wir ein WFS-Bilder eingebaut. Ja, ist, sage ich mal, mehr im Beta-Stadion. Hier kann ich relativ einfach Filter-Encodings zusammenbasteln, ohne dass ich groß wissen muss, wie das XML aufgebaut ist. Und dann noch ein Tag-Finder. Wer kennt Tag-Info? Schon jetzt alle Hände hoch, hoffentlich. Tag-Finder ist verständlich eine Erweiterung. Das sehen wir auf der nächsten Slide. Was ist Tag-Finder? Wer kennt das Problem aus, ja, ich möchte nach alle Busstationen finden. Was ist der Key dahinter und was ist der Value? Ist es Amenity Bus Stop? Oder das andere ist mit Bus Station? Also was ist genau, ja, welcher Key-Value-Pair muss ich verwenden? Auch hier haben wir eine kleine Erweiterung.
gebaut. Wir bauen basierend auf dem Tag-Info oder auf der Tag-Info-Datenbank und ja, da sind auch die Wiki-Pages drin, bauen wir eine kleine Ontologie zusammen, genauer gesagt ein Thesaurus, also ein Scrolls-File. Und basierend auf diesem Scrolls-File schauen wir nach, zum Beispiel, falls Schloss in deutscher Sprache jetzt reinkommt, was ist am ehesten der Key-Value-Pair, den ich eigentlich in Awesome-Slang verwenden sollte. Und dementsprechend über die Ontologie findet er dann das Castle raus, plus natürlich noch mehrere Begriffe, die in Beziehung stehen, und geht dann über Tag-Info eigentlich, ja, versucht ein Rating aufzubauen und sagt dann, ja, zu Schluss würde ich Historic Castle verwenden. Triviales Beispiel, aber es ist sehr, sehr anschaulich so. Gut, sind Fragen hierzu, zu diesen einzelnen oder zu diesen drei Komponenten von OpenPoMap? Gut. Schauen wir uns das kurz an. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen. So, OpenPoMap ist, haben wir hier ja, grundsätzlich so eine Karte, die Home, Query, Tag Finder, Download und Web Service. Ich gehe vielleicht ganz kurz auf die einzelnen Bereiche ein. Als Beispiel möchte ich, nehmen wir das Bus, die Busstation oder Bushaltestelle als Beispiel. Ich kann hier Bushaltestelle eingeben. Genau, dann findet er da was. Oder ich kann auch halt hier direkt Enter klicken. Und hier bekommen wir dementsprechend das Beispiel, Highway Bus Stop sollte ich eigentlich verwenden und nicht Amenity Bus Station. Gut, Bob möchte gerne mit diesen Busstationen arbeiten. Kann hier direkt den Filter als Beispiel übernehmen. Und eben wie erwähnt, das ist hier so der Beta, sage ich mal, Wizard oder Query Builder. Hier habe ich dann dementsprechend zum Beispiel Highway Bus Stop. Und ich möchte zusätzlich noch alle VBZ, das sind die Verkehrsbetriebe Zürich, noch haben, so als Beispiel. Und wir sehen dann dementsprechend auch hier, baut mir dann das entsprechende, den entsprechenden Filter zusammen. Gut. Das kann ich mir auch als Beispiel anzeigen lassen. Ich zoome kurz hier rein nach Zürich. Es werden ein bisschen viele Daten geladen. So, lasse ich mir anzeigen. Ein super Beispiel. Ja, das ist ja nicht Name, sondern das ist Operator. Genau. Haben wir jetzt dementsprechend hier. Wir sehen auch hier diese Bilder. Das sind ein bisschen andere Symbole. Hier wird direkt gesucht und gecached und haben dementsprechend hier zum Beispiel den Friedhof Eichbühl und entsprechenden Informationen dazu. Auch das hier werden wir dann vielleicht, wenn wir Zeit haben, im zweiten Teil noch kurz sehen. Für eben diese Infoboxen, diese Links und alles gibt es eigentlich, kann ich den Feature-Filter-Server hier eigentlich verwenden und mit anderen Servern wiederverwenden. Das heißt, ich muss die Komponenten nicht nur
hier als OpenPoMap verwenden, sondern kann sie auch autonom verwenden. Genau. Oder hier das Clustering haben wir noch. Jetzt nehmen wir das hier zum Beispiel. Genau, haben wir dementsprechend hier die zwei Busstationen. Gut. Genau, kommen wir kurz zu diesem Workspace-Mechanismus. Bob möchte ja mit dem eigentlich in QGIS oder in einem Desktop-GIS arbeiten und er möchte wirklich eigentlich nur das haben, was er hier sieht oder beziehungsweise dieses Filter-Encoding, möchte das nicht jedes Mal wieder eintippen. Und was er hier jetzt erstellen kann, ist über diesen Web-Service-Bereich hier so sein eigener Workspace. Ich mache das mal ganz kurz. Das ist jetzt hier nur, kann ich irgendwas eingeben, dass ich das wieder finde. Erstelle ich diesen Workspace und bekomme dementsprechend hier meinen Workspace-URL und kann die dann dementsprechend weiterverwenden. Hier als Beispiel im QGIS kann ich den WFS-Layer hinzufügen. Ich nenne jetzt den mal Busstationen VBZ, füge den einfach ein, connecte mich und er baut mir für diesen Workspace dementsprechend die Get Capabilities und Describe Feature Type zusammen. Und kann das wiederverwenden. Und ich sehe jetzt hier, hier ist das Clustering nicht eingebaut, könnte ich auch über das Clustering machen, aber habe ich jetzt explizit mal weggelassen. Sehen dementsprechend auch hier dann die ganzen Busstationen der VBZ. Genau. Das ist das als Beispiel, wie er eigentlich mit Realtime-Daten arbeiten kann. Also Realtime ist in diesem Szenario, das wir hier an der Fachhochschule haben, ein bisschen übertrieben, weil es eigentlich über Nacht verarbeitet wird. Oder er kann auch die Daten dementsprechend hier herunterladen und als Shapefile oder was auch immer weiterverwenden und in sein QGIS einbinden. So viel zur kleinen Demo, was OpenPoMap zurzeit alles beinhaltet. Und auf was ich jetzt noch eingehen möchte, ist auf den zweiten Bereich, und zwar das OpenPoMap muss ich nicht so nehmen, wie es ist, sondern ich kann die ganzen Komponenten verwenden, einzeln verwenden. Als Beispiel zeige ich die zwei Server an, weil die Web-Applikation ist meistens nicht so spannend. Jedes Unternehmen, jeder hat was Eigenes. Daher kurz den E-Feature-Server und den Feature-Filter. Der E-Feature-Server ist eine Extension vom Feature-Server und ja, kann ich ja, wie wir sehen, Standalone oder unter Apache, IIS oder wie auch immer betreiben, spielt nicht so eine Rolle. Implementiert zurzeit OGC WFS 1.1 und zwar die Geometry, Spatial und Comparison Operators. Die sind vollständig unterstützt. Die weiteren Operationen, die sind zurzeit noch in Entwicklung, werden jedoch noch kommen. Wie wir gesehen haben, eben verschiedene Ausgabeformate. Hier habe ich mal kurz alle aufgelistet. Das ist das, was unterstützt wird. Und eben, wir haben diesen Workspace-Mechanismus. Wie Sie gesehen haben, eben OpenPoMap ist im Beta-Stadion. Dieser Workspace-Mechanismus ist nur Read-Only, daher Beta-Stadion. Die Idee ist, oder wo wir jetzt gerade daran arbeiten, ist ein Writable Workspace zur Verfügung zu stellen. Bedeutet so viel, dass wir wie, sage jetzt mal, zwei separate
Datenbanken haben und dann mit einem Merge-Mechanismus eigentlich, sage ich mal, den Workspace in die reale Daten überführen können. Da gibt es dann noch mit diesem Merge-Protokoll noch einige, sage ich mal, Diskussionspunkte. Genau. Wir haben hier erstellt, ja, die Get Capabilities und Describe Feature Type basierend auf dem Workspace auf. Das heißt auch hier, je nach Konfiguration halt genau abgestimmt auf den Benutzer. Genau, wie wir gesehen haben, können wir das verwenden, wie wir möchten, diesen Feature Server. Der holt einfach alle Features basierend auf einem Encoding, auf einem Filter. Wird auch hier Open Layers Desktop Disk. GIS, ArcGIS wurde auch getestet, funktioniert auch alles. Gut, dann noch ganz kurz der Feature-Filter. Feature-Filter hier eben hat das Clustering-Mechanismus. Zurzeit ist der Feature-Filter nur in Open Layers verfügbar. Klar kann ich das Clustering auch so weiterverwenden. Was der Feature-Filter doch noch zur Verfügung stellt, sind eben diese Tooltips, die wir gesehen haben. Diese Info-Windows, genau, das Image-Handling und. Und das ist zurzeit nur in Open Layers zur Verfügung. Oder wird zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch hier die Info-Windows muss ich nicht selbst ausprogrammieren, sondern wird automatisch basierend auf dem Encoding dementsprechend halt aufgebaut. Genau, dann, das habe ich schon erwähnt. Genau, wie funktioniert das schlussendlich? Vielleicht das Clustering. Clustering ganz kurz ist nicht, dass ich irgendwie, dass es irgendwie aufgeteilt wird in irgendwelche Kacheln oder wie auch immer, sondern was wir hier implementiert haben, ist ein simples, einfaches Radiussystem. Das heißt, ich suche einen Umkreis ab. Es gibt zum Beispiel an, ich möchte einen Umkreis mit 15 Pixel clustern und dementsprechend clustert er mir das Beispiel hier zu einem Punkt und berechnet dann den neuen Center of Mass, das neue Zentroid, basierend auf den entsprechenden SRS, das ich habe. Ja, und ein Beispiel von Zürich, alle Busstationen, falls ich das nicht machen würde, sieht das dementsprechend halt nicht schön aus. Gut, zweitletzte Slide. Beim Feature-Filter, eben wie erwähnt, funktioniert nur in Open Layers. Gibt es eigentlich, sage ich mal, drei größere Erweiterungen von Open Layers und eine kleinere. Wir haben einerseits einen Image-Handler, der macht nichts anderes wie basierend auf diesem Key-Value-Pair. Zum Beispiel Amenity Bus Stop verwaltet er schlussendlich die Bilder, die er irgendwo auf einem Server gefunden hat. Dann gibt es den Protokollerweiterung. Was ich hier gemacht habe, sind einfach einige oder ein paar mehr Callbacks eingeführt, wie zum Beispiel den Exception Report richtig abzufangen und den richtig darzustellen, beziehungsweise das Callback wieder zurückzugeben oder in einen Callback zurückzugeben. Also hier hauptsächlich so kleine Erweiterungen. Und der Feature-Filter schlussendlich, das ist so die Hauptkarte, der zentrale Punkt, der schlussendlich das Ganze verwaltet und über den ich dann die Map und die Pop-ups und alles ansprechen kann. Ja, dann gibt es noch den Vektorfilter, der ist nicht so spannend, der hat wirklich nur kleine Erweiterungen, muss eigentlich auch nicht verwendet werden. Gut. Fragen dazu? War ein bisschen schnell, ein bisschen viel. Konnten Sie sehen, was OpenPoMap ist? Ganz kurz nochmals,
zwei, drei kleinen Sätzen. Wir haben drei Komponenten. Jede Komponente kann autonom verwendet werden. Der E-Feature-Server ist halt ja ein WFS-Server. Wir haben den Feature Filter, der clustert und stellt Erweiterung für OpenLayers dar, automatische Bilder kennen, also Bilder, die er herunterlädt, automatische Pop-ups und so weiter. Und dann das Ganze sowie als Demo-Applikation, den Poi-Service als Web-Applikation. Gut. Soviel zu meiner Seite. Danke.